neues Autobahnstück eingeweiht worden zwischen Stuttgart-Waldshut, darunter Konstanz. Und der erste Wagen, der da lang fuhr, da war ein Reporter vom ADAC und hat gesagt, Sie bekommen vom ADAC 1000 Mark. Sie sind der Erste, der hier lang fährt. Was werden Sie mit den 1000 Mark machen? Da hat er gesagt, Sie werden nicht glauben, damit mache ich erstmal meinen Führerschein. Worauf seine Frau sagt, ach Herr Reporter, glauben Sie doch meinen Mann den Unfug nicht. Wenn der besoffen ist, redet er immer so ein Quatsch. Worauf der alte Opa aus dem Fond hinten kalte, siehst du, mein Junge, ich hab's da gleich gesagt, mit dem geklauten Auto kommen wir nicht weiter. So, und daraus, meine Damen und Herren, daraus entwickeln sich die Autobahndompteure. Ich weiß nicht, ob Sie Autobahndompteure kennen, ja? Ein Autobahndompteur ist ein Mann, der einen Jaguar fährt, ihn und zwei weiße Mäuse im Gefolge. Nicht warum immer nur schnell fahren. Ein Freund von mir, der hat sich schon ein ganz kleines Auto gekauft, so einmal niesen und so ein Apparat ist gewaschen. Ich sage, Junge, warum kaufst du dir so ein kleines Auto? Oh, sagt er, das ist unwahrscheinlich praktisch. Ich sage, warum? Ja, sagt er, wenn der kaputt ist, kann man den immer noch als Taschenlampe benutzen. Nur eins hat er gesagt, eins ist ein bisschen blöd. Es ist jetzt Vorschrift, die Sicherheitsgurte anzulegen. Da lachen die Leute immer. Die meinen, ich hätte den Kleinen geschultert. Und, meine Damen und Herren, es kann uns ja hier nicht passieren. Wir können fröhlich sein und trinken, aber wenn man in Deutschland irgendwo ist, also Hände weg vom Alkohol, wenn man noch Auto fährt, nicht? Ich habe es jetzt erlebt, in Köln, ein Auto stockvoll gegen die Wand, bruch, vier Herren, total besoffen, ausgestiegen. Ein Polizist hat es gesehen, hat gesagt, so, meine Herren, wer hat denn von Ihnen den Wagen gesteuert? Hat der eine gesagt, das ist es ja. Wir saßen alle vier hin. Also, das können Sie auch vergessen. Das können Sie auch vergessen, meine Damen und Herren, ehrlich. Es gibt schon Situationen, oder nennt es auch, wo die ältere Dame... Die ältere Dame findet endlich mal so einen Zebrastreifen mit Druckampel, ja, und sie drückt, es wird also rot, Oma geht nett über die Straße, auf der anderen Seite drückt sie wieder. Hat ein Polizist gesehen, hat gesagt, Oma, hier wird nicht gespielt. Sagt sie, nein, nein, aber wenn ich es anmache, mache ich es auch wieder aus. Man muss ja Energie sparen, meine Damen und Herren. Es ist wirklich wahr, man muss ja Energie sparen. Mir ist auch so ein Ding passiert. Ehrlich, dass die auf so einen Blödsinn so nett einsteigen, das macht mir viel Spaß. Mir ist auch so ein Ding neulich passiert, meine Damen und Herren. Ich habe ein Überholverbot übersehen und dann habe ich zusätzlich auch noch einen Polizeiwagen übersehen. Und als der mich anhielt, der war sehr nett, der Beamte kam gleich auf mich zu und sagte, da war Ihr kleiner Führerschein schon mal auf Urlaub. Ich sah nicht, dass ich wüsste. Ja, sagte, das schaffen wir aber heute. Ich sah noch so zum Spaß, wo soll er denn hin, der Kleine? Auch sagt er vielleicht nach Bad Flensburg. Ich sage, da würde er sich freuen, da wäre er endlich wieder zu Hause. Aber vergessen wir das. Und dann, danke. Dann wurde der Beamte ernst und hat gesagt, sagen Sie mal, haben Sie dieses Überholverbot nicht gesehen? Ich sage, doch, aber da war ein kleines Schild drunter. Da stand drunter, ausgenommen landwirtschaftliche Fahrzeuge. Da hat der eine Polizist gesagt, ja, mein Gott, sind wir ein landwirtschaftliches Fahrzeug? Da habe ich meiner Not gesagt, weiß ich nicht, ich habe nur die vier Bullen gesehen. Also, unmöglich, meine Damen. Es geht so nicht, so geht es nicht. Aber, meine Damen und Herren, danke schön. Danke. Wollen Sie noch mehr hören? Das ist ja herrlich. Neulich an einer Ampel wurde rot, vor mir hielt einer und der fuhr schon so komisch, wie er aussah. Und der kam auf mich zu, ich drehte Gage und empfand freundlich meine Scheibe runter. Da hat er zu mir gesagt, Idiot. Ich sage angenehm und bevornamen. Sie, dann hat er einen Namen gesagt, das kann ich hier gar nicht wiederholen. Das ist mir peinlich, das Wort fängt mit A an. Nicht, was Sie denken, Aschermittwoch. Nein, aber so ähnlich, ja? Und da habe ich meine Scheibe wieder hochgedreht. Der Mann hat mir leid getan, bei solchen Nachnamen auch noch so einen Vornamen zu haben. Also, meine Damen, wir wollen weiter.